Wir nutzen dieses Werkzeug jeden Tag. Und es ist für uns schon so offensichtlich geworden, dass wir vermutlich kaum noch drüber nachdenken und uns auch dieser Macht dieses Werkzeugs kaum bewusst sind. Es geht um die Sprache. Ich begrüße dich zu meinem neuen Video. Das ist das Einführungsvideo in eine Reihe, wo es darum geht, was Sprache kann und wie mächtig sie ist. In den meisten Fällen gehen wir ja eher unbewusst mit Sprache um. Die meisten Menschen verbringen vermutlich nicht allzu viel Zeit, Mentalzeit damit, sich zu überlegen, welche Worte sie ganz genau wählen und drücken alles eher, sage ich mal, intuitiv oder eher unbewusst aus. Und mit diesem Video möchte ich nochmal darauf hinweisen, was für eine Macht in diesem Werkzeug Sprache steckt. Denn wie gesagt, es umgibt uns jeden Tag. Und ich denke, es ist mal ganz nützlich, wieder daran erinnert zu werden, was wir hier für ein Werkzeug mitbekommen haben mit unserem Körper. Ja, in der Regel sind Wörter oder ist Sprache ja immer ein Transportmittel für irgendwas. Was kann ich damit ausdrücken? Im Wesentlichen Emotionen oder Informationen. Und als ich darüber nachgedacht habe, was genau mit Sprache ausgedrückt wird, und ich jetzt auf diese beiden Kerndinge gekommen bin, wo ich sage Emotionen und Informationen, ist mir ein lustiges Detail aufgefallen. Information, also das vom Begriff her, ja, man kennt es vielleicht, etwas ist Information. Ich finde, das klingt schon sehr nach etwas, was sich verdichtet hat oder verhärtet. Es ist schon eine Form geworden. Während Emotion sowas hat von Fluss. Es ist noch in Bewegung. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau den Wortstamm oder die Herleitung oder wie auch immer, aber Motion hat definitiv etwas mit Bewegung zu tun. Und diese beiden Sachen finde ich interessant, wenn man sich so eine Art Graphen vorstellt oder ein Lineal, wo wir auf der linken Seite haben Emotion, also etwas, was im Fluss ist, und auf dem anderen Ende Information. Also es ist kaum noch im Fluss, sondern es ist wie verhärtet irgendwie. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, was ich jetzt genau meine, aber vielleicht denkst du mal drüber nach und beleuchtest diesen Aspekt einfach auch mal selbst. Ja, also was man alles an Informationen ausdrücken kann. Ich meine, es werden ja ganze Weltbilder mit Sprache vermittelt. Kinder kommen in die Welt und es hagelt ja jahrelang Sprache auf sie ein. Und in diesen Jahren, gerade in den ersten 7 Jahren, wo halt der Filter bei Kindern eben noch nicht existiert und einfach alles angenommen wird, in der Regel, was die Eltern sagen, entscheidet sich natürlich maßgeblich das, ich sag mal, psychologische oder das mentale Setup dieses Menschen, dieses jungen Menschen. Und es ist sehr spannend, also beim Thema Weltbild. Es gibt ja auch indigene Sprachen oder also Sprachen von Naturvölkern. Und da gibt es nicht nur eine, sondern ich habe letztens in einem Video gehört, jemand hat das mal untersucht, es gibt da irgendwie 10.000 Naturvölkersprachen. Und in keiner dieser Sprachen gibt es Personalpronomen oder Besitzpronomen. Es gibt sowas wie I, mein oder dein. Das gibt es in der Sprache gar nicht. Jetzt überleg dir mal an diesem einfachen Beispiel, was das für Auswirkungen hat. Du wirst groß und du lernst das Konzept von Besitz überhaupt nicht. Du kennst gar nicht mein und dein. Überleg mal, was das alles für eine Klasse an Problemen komplett auslöscht, wenn es das nicht mehr gibt. Also du lebst halt in dieser Gemeinschaft und jeder denkt im Prinzip, ich bin der Stamm, ich bin ein Teil des Stammes und wir sind alle eins, wir gehören alle zusammen. Und ich denke, das ist auch die Richtung, in die wir weltweit gesehen wieder kommen müssen, wo wir dieses Bewusstsein wieder bekommen. Aber ich hole schon wieder sehr weit aus. Ich bin immer noch bei dem Punkt, was Sprache vermitteln kann, also an Informationen, an Emotionen. Ja, ich kann natürlich, um nur einige Beispiele zu nennen, ich kann natürlich Intention auch übermitteln. Ja, also ich kann jemandem mitteilen, was ich vorhabe. Also etwas, so ein bisschen so eine Art wie ein Blick in die Zukunft vielleicht. Ich kann aber auch Diffamierungen
und Lügen damit übermitteln. Also ich kann Worte benutzen und es mit einem Konzept in Verbindung bringen und damit absichtlich dieses Ding abwerten. Oder zumindest kann ich die Intention haben, etwas anderes abzuwerten oder mit Lügen, die Dinge so zu verdrehen, dass sie eben für mich passen, ja? Oder für mein Ego, für meine Ziele, dass das eben passt. Ich kann natürlich aber auch Erkenntnisse übermitteln, was ja gerade geschieht im Übrigen. Ich finde es super spannend, dass Sprache ja letztlich etwas Abstraktes ist. Was meine ich mit abstrakt? Du denkst jetzt gerade an abstrakte Kunst? Nein. Abstrakt bedeutet, es fehlt etwas, also etwas ist weggenommen. Denn wenn ich jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn ich zu dir sage, ich gebe dir Brot, befindet sich jetzt ein Brot in deinem Besitz? Nein. Es ist nur, es ist etwas heraus, also aus der Realität herausgelöstes, in einem mentalen Gebilde irgendwie gehalten und dann durch Sprache oder durch Schallwellen wieder etwas herausgebrachtes. Was Realität hat, sind natürlich Schallwellen, aber alles andere sind immer nur Konzepte. Und alles, was mit Sprache ausgedrückt werden kann, ist immer nur abstrakt. Also das, was wirklich ist, kann mit Sprache überhaupt nicht ausgedrückt werden. Es ist zwar auf der einen Seite ein unglaublich mächtiges Werkzeug, trotzdem kann es auf der anderen Seite eine riesengroße Klasse von Dingen nicht ausdrücken. Das ist ja auch naja, das Problem, wenn man höhere Konzepte erklären möchte. Die Sprache kommt einfach irgendwann an ihr Limit, weil sie eben nicht die Realität ist. Also die Schallwellen sind die Realität, aber meine Worte und meine Konzepte, das ist nicht die Realität. Was einhergeht mit dem Punkt, dass ja Worte immer auch eine individuelle Resonanz erzeugen. Also, wenn ich jetzt dem irgendeinem Chinesen, der kein Deutsch spricht, wenn ich den jetzt beleidige und dabei nicht bösartig bin oder so, dann versteht er ja überhaupt nicht, was ich von ihm will. Also, das kommt ja gar nicht an. Dieses Wort, das resoniert bei ihm ja gar nicht. Also nur die Schallwelle kommt bei ihm an, aber er hat ja gar kein Konzept, wenn ich ihn jetzt als Idioten bezeichne beispielsweise. Der Chinese hat ja jetzt gar kein Konzept in seinem Kopf, was das bedeutet. Also das ruft bei ihm gar nichts ab. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, also in der Regel haben wir alle auf magische Weise, wie auch immer, gelernt, diese also irgendwie so abstrakte Konzepte wie zum Beispiel Hass oder Liebe, uns das über Sprache zu repräsentieren. Aber der Witz ist, wenn ich an Hass denke, wenn ich das Wort Hass benutze oder Liebe oder irgendein anderes Wort, dann ist mein mentales Konzept davon unmöglich das gleiche wie deins. Also natürlich, es gibt irgendwas, worauf es hinzeigt. Aber das ist das Witzige an Sprache. Sprache ist immer nur ein Zeiger auf etwas. Was ich eben auch schon sagte, Sprache ist ja nicht die Realität, sondern nur ein Zeiger. Und das finde ich unglaublich spannend und irgendwie auch magisch und irre und verrückt. Ja, wir benutzen dieses, wie soll ich es nennen? Also so in zweiter Reihe, nee, zweite Reihe nicht. Also dieses also ist in dem Sinne ein minderwertiges Werkzeug, weil wir eben nicht Realität kommunizieren. Wenn ich zum Beispiel beschreiben möchte, wie es ist, einen Erleuchtungszustand zu haben. Ich kann nicht so machen, doch nicht, und dich in dieses Erlebnis hineinversetzen. Vielleicht komme ich da mal irgendwann hin, aber in der Regel müssen wir uns der Sprache bedienen. Und um jetzt mal nicht das Beispiel mit der Erleuchtung zu nehmen, sondern zu sagen, wie es ist, verliebt zu sein. Wie soll man denn jemanden, der noch nie verliebt war, beschreiben, wie es ist, verliebt zu sein? Ja, ist doch völlig unmöglich, also völlig unzureichend. Genauso wie wenn ich versuche, die Mona Lisa mit Worten zu beschreiben. Da fällt einem doch sofort auf, dass das wie so eine leere Substanz irgendwie ist. Vor allem, wenn das, was ich beschreiben will, quasi noch nie von demjenigen erlebt wurde. Anderes Beispiel, wenn ich Telepathie erklären möchte oder das, was ich dabei wahrnehme.
dann und da gibt es noch überhaupt gar keinen Bezugspunkt und auch nicht mal vielleicht Vorstellungsvermögen dafür. Also es gibt keine Ansatzpunkte bei demjenigen, den ich erreichen möchte, dann läuft das ja komplett ins Leere. Und ja, das ist halt auch so ein spannender Punkt, finde ich. Man muss irgendwie Erlebnisse gemacht haben. Jeder für sich selbst muss irgendwie Erlebnisse gemacht haben. Zum Beispiel nehmen wir mal Schmerz. Jeder muss Schmerzen erlebt haben, um erstmal dieses Konzept formen zu können, um es dann mit Sprache referenzieren zu können. Und da es aber immer individuell ist, ist Sprache halt auch so fehlerbehaftet. Also ich möchte irgendetwas an dich übermitteln. Und wenn ich das Wort Nerd benutze, verstehst du vielleicht was ganz anderes drunter als ich. Ich möchte vielleicht was Positives damit ausdrücken, während das bei dir vielleicht negativ besetzt ist. Und deshalb finde ich es enorm wichtig, dass man die Sprache auch wirklich klar kommuniziert. Also wenn ich einen Gedanken übermitteln möchte, dann sollte meine Sprache auch so klar gewählt sein wie möglich. Also ich muss mir wirklich jedes Mal anschauen, das, was ich übermitteln möchte, in die richtigen Worte zu kleiden. Sonst kommt es zu Missverständnissen und vielleicht tritt man dem anderen auf den Schlips oder wie auch immer. Und es ist, ich finde es persönlich sehr wichtig, das zu kommunizieren. Also, na, Entschuldigung, nicht das zu kommunizieren, also das, was man ausdrücken möchte, so klar wie möglich zu kommunizieren. So meine ich das. Ein anderer Aspekt der Sprache, auf den man irgendwann kommt oder kommen sollte, ist die Intention dahinter zu sehen. Also in jedem Satz, in jedem Laut, den ich mache, steckt ja irgendwie eine Art von Intention. Also irgendwas möchte ich ja damit erreichen, selbst wenn ich nur mit mir selber rede. Irgendetwas möchte ich ja damit erreichen, dass ich diese Schallwellen jetzt produziere. In diesem Fall des Videos möchte ich natürlich, dass zum Beispiel Erkenntnisse oder gewisse Gedanken, Konstrukte bei dir ankommen. Und wenn man zum Beispiel mal die Medien oder auch Werbung etc., was auch immer, Politiker analysiert, dann finde ich es spannend, hinter die Wörter zu sehen und die Intention zu suchen. Also hat dieser Mensch eine für mich positive Intention oder möchte er vielleicht nur seinen eigenen Reichtum vermehren oder wie auch immer. Also wenn ich zu einem Berater, was für eine Art auch immer, gehe, ja, ist dieser Berater wirklich daran interessiert, etwas für mich zu tun? Natürlich will er auch Geld verdienen. Oder ist er eben nur daran interessiert, Geld zu verdienen und ist ihm eigentlich völlig egal. Also er übernimmt auch keine Verantwortung für das, was er da tut. Hauptsache, er verdient sein Geld. Ich finde, an diesem Punkt sollte man irgendwann mal kommen, dass man hinterfragt, was ist die Intention desjenigen. Das sollte immer irgendwie mitschwingen, dass man sich so eine Art Subroutine baut, wenn man anderen Menschen zuhört und sich fragt, was ist eigentlich die Intention des anderen? Ja, das ist ja immer noch ein Einführungsvideo, also ich gehe hier nicht zu sehr in die Tiefe, es ist ja natürlich ein Riesenthema, aber ein paar Punkte habe ich dann doch noch. Vielleicht kannst du jetzt an dieser Stelle mal für 2 Minuten oder eine komplett deine Aufmerksamkeit dem Auditiven widmen, was ich jetzt sage, und dich nicht von irgendwelchen anderen Sachen ablenken lassen. Und geh mal in dich und frag dich mal, was lösen diese Worte in dir aus? Hass. Holocaust. Krieg. Spielende Kinder. Glückselig. Liebe. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich versucht habe, alle diese Worte möglichst neutral zu betonen und nicht allzu viel Emotion reinzulegen. Dir wird vermutlich aufgefallen sein, dass sich in deinem Kopf sofort Bilder ergeben, wenn du diese Worte hörst. Und ich mutmaße jetzt mal, dass du zum Beispiel beim Wort Holocaust so eine Art Schuld-Schamgefühl bekommen hast und irgendwie was zusammengezogen ist und es irgendwie weghaben wolltest.
Und jetzt ist die Frage bei den spielenden Kindern: Haben sich die ersten drei Worte oder Begriffe, die ich benutzt habe, mit ihrem Negativen, hat sich das mit reingeschlichen in dieses spielende Kinder? Oder konntest du diesen Begriff komplett für sich betrachtet sehen? Spielende Kinder ist jetzt ein Begriff, bei dem ich hoffe, dass er bei dir irgendwas Positives auslöst. Aber ich finde es spannend, weil wenn man diese Begriffe mal hintereinander hört, für mich zumindest merke ich dann, diese negative Schwingung, die vorher in den anderen Wörtern mit dabei war, die ist immer noch so ein bisschen da und überträgt sich auf die spielenden Kinder. Und dann, ja, es ebbt so ein bisschen ab nach und nach, aber es ist trotzdem, dieses Bild ist vielleicht noch in deinem Kopf und verschwindet auch gegebenenfalls nicht so schnell. Ja, und dann möchte ich nochmal auf das Zitat aus dem Intro referenzieren. Diese Gewohnheiten, die wir in unserer Sprache haben, sind enorm wichtig. Also wir sollten unbedingt darauf achten, du solltest unbedingt darauf achten, dass du nicht in negative Gewohnheiten kommst. Zum Beispiel gerade heute, ich war eben in einem kleinen Park und eine Mutter hat die ganze Zeit an ihrem Jungen herumgemeckert und hat ihn versucht zu kontrollieren. Und ich dachte, Gott, der arme Junge, der kriegt ein Trauma wirklich. Also dieses Kind tat mir leid, weil die Mutter einfach nur am Nörgeln und am Meckern war, die ganze Zeit. Und ich dachte mir, das macht sie wahrscheinlich nicht erst seit gestern so. Und das sind ja dann Gewohnheiten. Ja, letztlich ist es ja wirklich so, dass du mit deinen, du, da auf deine Gedanken hast du noch den größten Einfluss. Auf die Worte, ne, da musst du schon ein bisschen mehr dran feilen und dann für deine Handlung wird es noch schwieriger. Aber wenn du bei den Gedanken anfängst, hast du halt, vielleicht kann man so sagen, den größten Hebel. Ja? Also du kannst die Gedanken noch am einfachsten beeinflussen, im Gegensatz zu deinen Taten, finde ich. Vielleicht ist es bei dir anders. Deswegen, genau, fang bei deinen Gedanken an und überprüfe auch, bevor du etwas aussprichst, ist das die Energie, die du rausgeben möchtest? Ja, du gibst es ja nicht nur, du lebst ja nicht nur für dich in deiner kleinen Welt, sondern du hast ja Einfluss auch auf andere Menschen und auf andere Wesen. Und ja, mein Appell ist, arbeite da ein bisschen an dir, dass du das, womit du vielleicht nicht so wirklich klarkommst im Leben oder an dir selbst, dass du das eben nicht an anderen Menschen auslässt, sondern versuchst es in dir zu lösen, zu reinigen und dann nicht deinen inneren Dreck nach außen zu geben an andere. Ja? Also im wahrsten Sinne, kotz dich nicht aus bei anderen Menschen, sondern löse das in dir selber auf. Und dann bist du klar und dann gibt es auch keine Kotze mehr, die du an andere Menschen weitergeben könntest. Ja, und denk einfach nochmal drüber nach, ebenfalls aus der Einführung, Worte sind die unzuverlässigsten Überbringer der Wahrheit. Ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, an ihren Taten sollst du sie erkennen. Ja, man kann mit Worten so vieles versprechen und so vieles verdrehen. Man kann es so manipulativ einsetzen und den anderen komplett umgarnen, umwickeln mit diesen Worten. Aber achte nochmal drauf, dass Worte in dem Sinne niemals die Realität sind, sondern irgendwie was Nachgelagertes oder was Abstraktes. Da besteht zwar irgendwie eine Verbindung, aber genau genommen sind es leere Hüllen, ja, die auch im ganz Wesentlichen davon abhängen, was du mit diesen Worten verbindest. Und ja, und auch ob du dich von gewissen Worten triggern lässt, wenn ich jetzt sage Holocaust. Mich juckt das gar nicht mehr. Da kommt kein Schamgefühl, da kommt kein. Sowas kommt da nicht hoch. Ja? Also diese Schuld, die man gerade den Deutschen. Ja, also N24, ich weiß alles über Panzer. Also Fernsehprogramme, die wirklich nur über den Zweiten Weltkrieg berichten und dann irgendwie nur versuchen, irgendwie Schuld zu injizieren in die Menschen. Ganz schlimm finde ich das, weil ich persönlich habe keinen Menschen umgebracht. Also sollen die bitte aufhören, mir irgendwelche Schuldgefühle einzureden. Ich habe das nicht gemacht. Ja? Und natürlich kann man jetzt weit ausholen, ist, ja, die haben ja positive Intentionen und so weiter. Aber naja, achte drauf, ja, dass es dich nicht betrifft, wenn, also dass du dich nicht so leicht triggern lässt von gewissen Worten. Dass du so eine Art Filter einbaust, anstatt gleich auf irgendwelche Worte zu reagieren oder gleich die Konzepte, die andere Menschen für dich so zusammengepackt haben, ja, also da. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, Verschwörungstheoretiker. Das Wort kennst du bestimmt.
Das wurde gebaut, dieses Wort, um etwas Bestimmtes in dir zu triggern. Das ist kein Wort, was sich organisch ergeben hat. Ja? Dieses Wort wurde ganz bewusst kreiert. Und es wurde kreiert, um etwas bei dir anzustoßen. An dieser Stelle, wie gesagt, mein Appell ist, dich nicht so einfach von dieser Art von Worten triggern zu lassen. Ja, es gibt unendlich viele Dinge, die ich über Sprache sagen könnte. Und dies ist halt das Einführungsvideo zu der Reihe, sage ich mal. Ich hoffe, ich konnte bereits jetzt schon den einen oder anderen Gedanken vielleicht bei dir mal anstoßen. Und hoffe, dass du Spaß hast mit den anderen Videos. Und wünsche dir viel Erfolg bei was auch immer du vorhast.